Eishockey-Star-Leon Dreisaitl und Edmonton Oilers haben nach dem 1:3, 1:1, 0:1, 0:1 bei den Tampa Bay Lightning Hoffnungen auf NHL-Playoffs endgültig begraben. Wir sind sehr enttäuscht darüber, wo wir in der Saison stehen, erklärte Oilers-Trainer Todd McLellan. Die Oilers haben 10 Partien vor Ende der regulären Runde 17 Punkte Rückstand auf den letzten Playoff-Rang. Allerdings schenken wir Spiel nicht ab oder werden uns ergeben, stellte McLellan klar. Gegen den Tabellenführer der Atlantic Division aus Florida war das Dreisaitl-Team größtenteils auf Augenhöhe. TY Rati brachte Oilers nach 14 Sekunden in Führung, doch ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen. Victor Hedman, 16. Minute, und ein Doppelpack von Nikita Kucherov, 23. 52. sorgten für den Sieg des Stanley Cup-Anwärters. Dreisaitl erhielt meiste Eiszeit aller Oilers-Stürmer, scheiterte aber mit seinen 4 Torschüssen. Auch New York Islanders haben nur noch theoretische Chancen auf Playoffs. Nach dem 3:4, 0:2, 2:1, 0:1 gegen Carolina Hurricanes beträgt der Rückstand des Teams der erneut nicht eingesetzten Deutschen Thomas Greiss und Dennis Seidenberg 10 Spiele vor Ende der Hauptrunde bereits 12 Zähler. Grubauer verliert mit den Capitals. Für Washington Capitals sieht es als Spitzenreiter der Metropolitan Division deutlich besser aus. Dennoch verlor das Team aus der US-Hauptstadt mit Torhüter Philipp Grubauer bei den Philadelphia Flyers mit 3:6, 0:0, 1:3, 2:3. Der Rosenheimer wehrte 29 von 34 Schüssen der Flyers ab. Erstmals seit Anfang Februar kassierte der zuletzt überragende Grubauer, der erneut dem kanadischen Weltklasse-Goalie Braden Holtby vorgezogen wurde, mehr als 3 Gegentreffer in einem Spiel. Die Anaheim Ducks haben ohne den am Freitag wieder in den Kader berufenen Corbinian Holzer 4:2 gegen New Jersey Devils gewonnen und eroberten den 3. Platz in der Pacific Division. Dreisaitl, Greiss und Seidenberg könnten aufgrund der schwachen Ergebnisse ihrer Teams der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark 4. bis 20. Mai zur Verfügung stehen.